Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück hier in der Endzone bei Endzone A World Apart in Saison 130 mit unserem Solarkollektor, den wir ja in Betrieb genommen haben. Wir haben jetzt die entsprechenden Batterien am Start und ja, wie auch PCLP schon korrekt geschrieben hat, diese werden in Reihe wohl geladen. Witzigerweise wird es hier jetzt anders dargestellt, oder aber die Ladereihenfolge ist seit dem letzten Mal etwas verändert. Und just in diesem Moment sieht man, wird der Solarkollektor rot und hier sieht man auch, die Energie ist rückläufig. Ne, die erste Batterie ist leer und jetzt wird vermutlich hier aus der zweiten Batterie, genau, wird die Energie gezogen und man sieht, das geht relativ schnell. Also ich bin ja jetzt noch auf der niedrigsten Geschwindigkeit und trotzdem kannst du da zuschauen, wie, ja, in Anführungszeichen, der Sand durchs Glas rieselt, würde man bei der Sanduhr sagen, aber hier, ne, also da kannst du wirklich zuschauen, wie hier der Saft aus dem Energiespeicher gelutscht wird. Viel schneller als beim Handy, da kannst du echt zuschauen. Unglaublich. So, was ist hier wieder los? Ach ja, genau, da war noch das bisschen Holz zum Einpacken, gell? Oh, schau an, jetzt hat es geschafft. 20% die Tasche voll für Holz, das ist sehr bedenklich. Die arme Frau kann nicht wirklich viel Holz tragen offenbar, oder generell nicht viel tragen, aber gut. So, auf geht's. Auf nach Hause. Und fertig ist die Laube, so. Ach Gott, da Ole Sörensen, oder wie heißt es wieder da? Ole Sörensen landet mal wieder in dieser tollen Oase kulinarisch erzogener Menschen. Wir haben heute eine ganze Reihe essbarer Kostbarkeiten im Angebot. Extra nur für dich zusammengestellt. Ah, sag gut für Zucchini, Mensch, super. Das ist ja toll. Was haben wir hier noch? Ein bisschen Bier und Hühnerfleisch brauchen wir nicht und Wasser. Das Bier, das brauchen wir natürlich, logisch. Und dafür bekommst du, nichts? Nein? Nein, okay. Elektronik, das will ich eigentlich nicht. Nein, Elektronik mag ich nicht hergeben. Haben wir gar nicht so viel, aber, ja, ein bisschen vielleicht. Ein bisschen Schrott vielleicht? Oh, Schrottmager, schau mal, Schrott findet er toll. Wobei, ich glaube, das, doch, Schrottmager sogar. Was da, hello? Wer hätte das gedacht? Ja, dann drehe ich ihm doch den Schrott an. Und ein kleines bisschen Elektronik. Machen wir einen fairen Handel, so. Ah, 6 Elektronik, aber gut, dann müssen unsere Jungs halt ein bisschen Elektronik herstellen. Großartig. Wir sind wirklich erfreut, dass wir mit unserem Angebot auf einen solchen Anklang stoßen. Ja, alles klar, dankeschön. Das freut. Freut mich, wenn es gefällt, heißt immer so schön so. Und apropos freut, wenn es gefällt, wir haben jetzt neues Saatgut, heißt, wir können hier die Reichhaltigkeit unseres Essens, unserer Nahrung mal wieder verändern. So, die Paprika, achso, die Zucchini, sage ich schon, die Paprika. Die Paprika, genau. Die Zucchini, die ist noch gar nicht ausgeladen, da müssen wir wohl noch etwas warten. Aber gut, so, dann müssen wir unsere Fabrik hier sagen, pass auf, du darfst auch wieder Elektronik herstellen. So, den Stoff brauchen wir ja nicht mehr, denn wir haben ja schließlich unsere Hanfweberei und die läuft wie ein Zaumensch. Zack, zack, 150% Effizienz dank Bestromung. Erster Güte. So, aber wo Bestromung? Gleich ist vorbei mit der Bestromung. 2, 1, aus, das Spiel ist aus. Genau, Deutschland ist Weltmeister oder irgendwie so. Tja, da nützen jetzt natürlich unsere paar Windkrafträder hier auch nochmal so viel. Diese 1500 Energie, die gehen halt nirgendwo hin, gell? Das ist der Tropfen auf den heißen Stein, den man so kennt. Der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. So, mal gucken, wie es hier aussieht mit, weil wir hätten ja schließlich noch 11 freie Siedler zur Verfügung, die man noch irgendwo zuteilen könnte. Bei den Schrottsammlern haben wir schon das Maximum. Forscher, Logistik, Kundschafter, Dekontaminierer, brauchen wir eigentlich momentan auch keine. Nö. Mein Gott. Was soll ich mit denen? Mensch, was soll ich mit euch? Ganz ehrlich? Keine Ahnung. Naja, so, wir merken aber auch, also das ist ziemlich lang dunkel hier. Also wir brauchen definitiv mehr
Energie. Wir müssen die Batterien vollkriegen. Ja, ich gehe jetzt mal ein bisschen Geschwindigkeit hoch. Und schau mal, wann hier der Kollege wieder anfängt mit produzieren. Das dauert und dauert und dauert und dauert. Und mir schläft das Gesicht ein. Das gibt's ja gar nicht. Hopp, hopp. Jetzt mach ich die hier. Er ist immer noch dunkel. Dunkel. Jetzt ist wieder hell. Na toll. Ah, okay. Also, er lädt zuerst die nächste Batterie, so wie es aussieht. Ne? Wir haben ja die hier zuerst gebaut und dann die, aber offenbar lädt er zuerst die nächste Batterie. Jetzt lassen wir hier einen Tageszyklus mal durchrauschen, um zu schauen, wie viel Strom in Summe bei uns gespeichert wird. Das wäre jetzt mal interessant zu wissen. Es ist nur sehr bedenklich, dass diese 150 Strom, die von unserer Windkraft kommt, dass die halt in Zeiten der Dunkelheit nirgendwo mit einfließt. Jetzt ist schon wieder vorbei. Okay, also bei gerade mal 60%. Bei gerade mal 60%. Das reicht ja nirgendwo hin. Ja, und aus ist wieder hier der Ofen. 60%. Boah, das ist ernüchternd. Ja, okay, also da müssen wir, glaube ich, gar nicht schauen. Wir brauchen einen zweiten. Das steht definitiv fest. So, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt bauen wir an. Genau so, jetzt müssen wir aber hier drüben anbauen. Und zwar die Zucchini. Zack, als nächstes wird hier Zucchini ausgesät. Warum habe ich es jetzt hier oben gemacht? Ja, weil hier oben die Ernte schon fast so weit ist, dass man hier ernten kann. Deswegen muss ich hier nicht so lange warten, bis wir die Zucchini am Start haben. Das war jetzt der Zweck. Und wir haben keine Schutzkleidung. Ui. Das ist jetzt eher schlecht, hätte ich gesagt. Keine Schutzkleidung. Das ist die Werkstatt. Hier ist die Schneiderei. Ja, da stellen wir mal noch einen ein. Wir haben ja schließlich ein paar Leute. Also, Schutzkleidung wird produziert, Freunde der Sonne. Und zwar flott. Ja, ja, da tut's die Aktivkohlemaske. So, genau. Hauptsache gespart. So, wir schauen mal, was unser Schrottsammler macht. Der hat hier oben nicht mehr so viel. Gerade mal noch 9 Schrott zur Verfügung. Das ist herzlichst wenig. Heißt, hier müssen wir ihm, denke ich, was Neues geben, wo er sein Unwesen treiben kann. Aber das ist dann schon wieder so in dem Bereich, wo ich sage, das ist weit weg. Da müssen sie echt weit laufen, gell? Na gut, dann ist das hier noch das Nächste. So. Tja, wir müssen uns was einfallen lassen mit dem Schrott. Okay, die nächste Expedition. So, zum Abbau freigeben. Hier genau das Möbelhaus. Das ist tutti komplett die leer. Zum Abbau freigegeben. So, hier bei der Baustelle, da müssen wir nochmal hin. Da müssen wir, glaube ich, nochmal ein bisschen was abholen. Da wird es mir nochmal unter die Nase gerieben. Ja, ja. Also, 4 Holz waren 20%. Das heißt, einer kann 20 Holz tragen. Also heißt, ich brauche hier richtig viele Leute, die hier was schleppen. Meine Damen und Herren. So, einmal. Zweimal. Machen wir die restlichen Nichtskönner. Dreimal. Nein, ich werde jetzt nicht zu schleppen anfangen. Ich weiß, ich kann auch nichts, aber das zählt hier nicht. Liebe Freunde, das zählt hier nicht. So, 5, 6. 6 ist Maximum, oder? Mehr geht nicht. Ja. So, und wehe, das reicht nicht. Du, dann ist aber was los. Wehe, das reicht nicht. Ah, den, genau, den Dekontaminierrahmen, den haben wir ja gepausiert. Hier ist noch alles gut. So, was sagt der Markt? Markt ist auch gut. Lagerhaus ist auch gut. Lagerhaus ist gut. Pause. Aus. Brauchen keinen Moment, genau. Wir brauchen keinen. So, wie geht's in unserer Ziegenherde? Bin zu weit.
Fertigungsgrenze für diese Ressource erreicht. Was? Was? Wie? Fertigungsgrenze erreicht. Bin ich doof oder was? Ressourcen vernichten. Eine sehr sinnvolle Schaltfläche. Hier wird nichts vernichtet. Aufs Lager, naja. Ich wusste gar nicht, dass ich das... Also, dass ich Nahrung limitieren kann, ja. Das wusste ich. Aber, dass jetzt... Dass es da jetzt anfängt, ja, das... Nö, die Milch, ja, Milch, da geht das so und so viel. Das war mir ja komplett neu. Wie kann ich denn die Fertigungsgrenze für Milch erhöhen? Das ist mir völlig unverständlich. Wie soll das denn gehen? Hier vielleicht, oder was? Nee. Wo ist denn die Milch? Hallo? Hier, die Milch. Wir haben 1000 Milch, ja. Und jetzt? Aber ich kann... Wie soll ich hier die Fertigungsgrenze... Keine Ahnung. Oder vielleicht interpretiere ich das auch einfach falsch. Finde ich komisch. Ich kann doch hier nichts einstellen. Kann ich hier irgendwas einstellen? Nö. 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 Ich kann das Produktionslimit mal nochmal auf 11.000 setzen. Aber das bezieht sich ja auf die Gesamtnahrung, nicht nur auf Milch. Deswegen, das hat jetzt natürlich herzlich wenig gebracht. Keine Ahnung. Kann es euch nicht sagen. So, ihr stellt Seife her, gell? Oh, wir haben schon genug Seife. Ja, passt auf dann. Gehen wir auf 1000. So. Dann darfst du jetzt wieder produzieren. Oh, wir haben fast keine Kräuter mehr. Heiligsblechle, was ist los? Hm? Was ist los? Vollstoff jetzt mal. So, ich habe inzwischen wieder Metall. Jawohl, dann wollen wir noch mal ein bisschen Strom bauen. Also, was heißt Strom? Hier in dem Fall Solar. Genau. Wir bauen etwas Strom. Klingt komisch, ist aber so. Und zwar bauen wir das... Würde ich am liebsten... Ja. Der Radius hier wird mir sagen, da darf ich keinen zweiten bauen, ne? Weil sonst habe ich wieder Malus und so. Deswegen... mach das jetzt, glaube ich, so. Baue ich jetzt so hin. Genau, dann habe ich hoffentlich keinen Malus. Bzzzt. Bzzzt. Ja, ja, wird schon passen. Oder auch nicht. Und wir brauchen natürlich einen Strommast, sonst wird das nichts, meine Damen und Herren. Zack. Jetzt aber. Oh. Heiligsblechle, sind da wieder Siedler gestorben? Das gibt's ja gar nicht. Aber es kommt wieder jede Menge nach. Okay. Alles gut. Die Jugend an die Macht. Ja, oder so ähnlich. Und, ja. Strahlenschutz. Es gibt keinen Strahlenschutz. Schneiderei. Hey, es wird, Jungs, es wird Zeit, dass ihr mal ein bisschen Gas gebt, ne? Da muss mehr gehen, Freunde. Da muss mehr gehen. Wasser 6700. Gut, wir haben, glaube ich, Wasser gehandelt beim letzten Mal, ne? Da war, glaube ich, was. Jetzt ist das Ding hier weg. Komisch, also. Strange. Sehr merkwürdig, euer Merkwürden. Blöde Seife habe ich ihm nicht verkaufen können, gell? Aber er hätte doch die Seife genommen. Das wäre viel besser gewesen für mich. Da habe ich genug. Da kann ich ihn zuschmeißen. Die Jungs ja, die waschen sich ganz ungern. Deswegen. Wir brauchen keine Seife. Was hat er schon wieder für Probleme? Strahlenanzug oder Schrottwerkzeug? Ja, mein Gott. Ja, mal halt rum, oder?
Sowas. Und der hier? Der ist hier schon wieder kontaminiert. Ja, ja, ich weiß. Und die rennen hier alle, ne? Die holst lieber von hier drüben, anstatt dass es hier der kurze Weg. Na, mir holst lieber aus dem See. Einfach so. Der kurze Weg wäre so viel einfacher, aber gut. Was soll's? Nicht unser Problem. Doch, eigentlich schon, aber ist mir jetzt egal. So, was macht die Forschung? Da waren wir doch fertig mit der Forschung. Irgendwas kam da. Irgendwas haben wir erforscht. Ich hab's wieder vergessen. Was kann ich hier eigentlich noch machen? Elektrische Wasserpumpe. Pumpt Wasser aus dem Boden. Also ich brauche gar kein Gewässer oder so zum Pumpen, sondern der holt es einfach aus dem Boden. Das ist dann der Brunnen 2.0. Vollautomatisiert, ohne Arbeitskraft. Aber braucht halt Strom. Tja. Okay, was haben wir hier noch? Wissenstransfer. Alle ungebildeten Erwachsenen werden gebildet. Verbraucht 2 Wissen. Was? Nö. Barrikade. Verhindert ein schnelles Vordringen von Plünderern in die Siedlung. Befinden sich Barrikaden im Umkreis eines Plünderers, verringert sich dessen Bewegungsgeschwindigkeit. Ja, das brauche ich auch nicht. So ein Schmarrn. So ein Blödsinn. Da Bier ist viel wichtiger, Mensch. Ja. Bier ist sehr wichtig. Prioritäten setzen. Manchmal muss man einfach Prioritäten setzen. Das ist das Bier. Also, ich hoffe, das versteht ihr, oder? Bier ist doch echt mal elementar wichtig. Ach Gott, jetzt simulieren sie wieder alle. Ja, ja, ja. Oh, ich fühle mich auch schon ganz schlecht oder sowas. Diese Simulanten, diese Elendigen. Und der Händler. Mensch, Ole Sörensen. Schon wieder du. Ole Sörensen landet mal wieder in dieser tollen Oase kulinarischer Zugenommen. Ja, das kennen wir doch schon, diese kulinarische Nase hier. Ach, weißt was? Kriegst erstmal meinen ganzen Schnaps hier. Zack, so 200 Schnaps. Und jetzt will ich aber was haben dafür. Ganz einfach. Was möchte ich denn haben? Ja, gibst mir halt ein Bier, ne? Ich habe so viel Zeug hier. Wahnsinn. Sauberes Wasser brauche ich auch nicht. Und das blöde Wildschweinfleisch brauche ich auch nicht. So, aber wir machen ja keine Gastgeschenke, ne? Das geht nicht. Tausche Bier gegen Schnaps. Passt. Großartig. Wir sind wirklich erfreut, dass wir mit unserem Angebot auf einen solchen Anklang stoßen. Ja, ja, alles klar. Das freut ungemein. 31 Simulanten hier. Heieiei. So, was ist da schon wieder? Kranke Siedler? Ja, mein Gott, weint halt. Und wieder irgendwelche dummen Anträge bei uns hier. An der Klagemauer. Wo ist es denn? Wo ist denn die Klagemauer? Ich finde die schon wieder nicht. Da ist die Klagemauer. Hier. Im Forum. Eine strahlende Mahnung. Ein Mahnmal zu errichten. Ja, von mir aus. Ein Mahnmal soll man errichten. Heieiei. Weil ich einfach sowas jetzt Zeit habe. Das ist bestimmt bei Deko oder so, oder? Ein Mahnmal. Da, hier ein Mahnmal. Boah, ist ja ganz schön teuer hier. 18 Metall. Und groß ist es. Haben wir das nicht schon mal gebaut, so ein blödes Mahnmal? Hier, da, schau mal, das doch. Oder was ist das hier? Das ist ein Lagerfeuer. Okay, ist ja fast das gleiche, Mensch. Also. Ein Mahnmal. Heieiei. Einfach packen wir den Schmarrn denn hinter das Mahnmal. Ohne dass es allzu sehr im Weg umgeht. Da, hier wird es hinpassen. Ja, stellen wir es halt da hin. Zack. So, jetzt aber. Schluss. Schluss mit der Weinerei. Alles sehr traurig. Heieiei. Achso, Moment, vielleicht sollte ich es noch priorisieren, gell? Weil sonst passiert da wieder nichts. Sonst bauen die zuerst das Ding da oben fertig. Und dann gibt es wieder Ärger.
Mein Handel wurde abgeschlossen, jawohl. Sehr gut. So, dann holen wir uns jetzt mal wieder. Wer ist das hier? Lizzie Rasmus. Bevorzugte Angebote, Holz, Kohle, Jodtabletten und Aktivkohlemasken. Das wäre momentan vielleicht gar nicht schlecht sogar. Ja, dann lassen wir die mal kommen. Die gute Dame, mal schaut, was die so vorbeibringt. Jetzt habe ich hier schon wieder die blöde Meldung. Eieiei. Und unsere Kräuter gehen rasant zurück. Der Förster, das ist die Kräuterhütte. Vielleicht soll ich da noch einen zweiten anstellen. Ja, stellen wir einen zweiten an. Alles mitnehmen. Ja. Was ist denn das? Das kann ja wohl nicht sein, oder? Ich habe 6 Leute hingeschickt. 6 Leute. Oder? Es waren 6. 16 Holz sind 13% Kapazität. Kann doch gar nicht sein. Wenn 4 Holz bei einem 20% sind. Doch, es kann sein. Doch, das kann. Ja, doch, das. Ja, ich. Ja, doch, das kommt. Das kann hinkommen. Okay, also, dann haben wir zu viele Leute geschickt, aber das macht, glaube ich, nichts. Ja, passt. Komm, mitnehmen, nicht lange überlegen. Mitnehmen, fertig, aus die Maus. Das hat mich doch sehr verwirrt. Naja, so, was jetzt mit dem Mahnmal hier? Schrott haben wir. Holz haben wir. Was ist das wieder? Ja. Alles ganz schlimm hier. Medizin produziert. Was? Medizin produzieren? Oh. Da muss ich ja hier wieder umstellen. Der macht wieder Medizin. Verweinte, weinerliche Gemeinde hier. Meine Herren. Ja, dann stellen wir halt so einen zweiten Trottel hier noch ein. Der den Schmarrn hier produziert. Sowas. Metall 18, haben wir. Holz 36 ist eine Lachnummer. Schrott 58, ja. Ja, das mit dem Schrott, das ist... Ja, blöd. Irgendwie ist es blöd mit dem Schrott. Hier liegt noch ein bisschen was rum. Was ist das hier? Windradruine 200. Hier war ein kleiner Windpark, ne? So wie es aussieht. Ah ja, hier ist der Eckladen. Da können wir, glaube ich, auch mal dann alles ausschlachten. Aber es sind halt weite Wege. So, Forschung ist durch. Das Bier. Jawohl, hurra. Das Bier. Schauen wir doch mal. Ressourcen. Da gab es doch die Möglichkeit. Schrottfänger. Hier, genau. Schrottfänger. Ein Schrottfänger fängt langsam umherwirbelnden Schrott. Während den Sandstürmen besonders effektiv. Und der Schrottfinger sollte im Arbeitsbereich eines Schrottplatzes liegen. Ja, dann sollten wir sowas vielleicht mal bei Gelegenheit erforschen. Dafür brauchen wir aber 3 Forschungspunkte. Heißt, die Kollegen hier müssen erstmal so ein bisschen Forschungspunkte generieren, bevor es da weitergeht. Na gut, so, genau, bevor es weitergeht beim nächsten Mal, machen wir an der Stelle Schluss. Ich sage vielen Dank fürs Dabeisein hier bei Endzone. Ja, und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ne? Bis dahin, eine gute Zeit, macht's es gut. Und Servus.